Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, dann wollen wir mal weiter im Text machen. Jetzt mal ein bisschen Daily Kramsels und erstmal Nebelkriecher zerschießen. Das Wichtigste von Haus. Und wir sollen ja irgendwas in der Werkstatt platzieren. Dementsprechend meine Lieblingswerkstatt. Da kriegen wir dann oben auch gleich nochmal Schrauben. Ein paar Behemoths. Ja, wäre schön, wenn es ein paar geben würde. Aber na gut. So, jetzt nehmen wir hier erstmal das mit. Und dich eliminieren wir auch nochmal. So, dann holen wir uns auch gleich die Werkstatt. Dann können wir hier gleich im freien Baumodus einmal was bauen. Und da hinten startet sogar noch eine Brandbestie. Na, das ist ja super. Kommst du auch in meine Richtung? Komm. Komm, Turtle hat Leckerli für dich. Und da fliegt sie runter. Ich liebe das Gleisgewehr. So, irgendetwas im freien Baumodus. Ja, gut. Da der Turtle ja meistens Stahlprobleme hat, müssen wir jetzt unbedingt was bauen, was nur Stahl kostet. Damit meine Stahlprobleme auch wirklich real sind. Und jetzt finde ich gerade die Bodendeko nicht. Ah, hier. So, und es gab mal in einem wunderschönen Diesenbrett. Jetzt muss ich ihn nur suchen. Gibt ja mittlerweile so viel. Unserem wunderschönen mittelliche, alterliche Rüstung und diese 25 mal aufsetzen, weil er kostet jedes Mal 5 Stahl. Um zu zeigen, dass ich keine 5 Stahl habe. Und dann machen wir so lange, bis 25 Stück hier rumstehen. So. Da stehen jetzt sogar 26. Alles okay. So, dann haben wir das auch schon mal fertig. Dann sind wir schon bei 95. So, und auf was schießt ihr denn jetzt hier? Auf Kultisten. Darf auch mal, ja? Oh, da war sogar ein Leggy bei. Wunderbar. Kriegt man immer so schnell mit, ne? Ja, ich liebe das Gleisgewehr. Das ist schon wirklich sehr, sehr strong. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, dass es mit dem Stealth nicht so gut funktioniert. Aber es wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu OP für den Grundschaden. Also meistens nur ein bisschen kurz anspringen, anschießen, fertig. So. Können wir uns die nächsten. Und mach dich bereit für die Verteidigung. Na komm, lassen wir überrollen. Lassen wir überrollen. Das heißt, ich muss mir jetzt innerhalb von einer Minute Port fertig machen. Weil wir müssen ja auch noch mal gucken, dass wir so ein bisschen Honigbestien kriegen. Wird zwar ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, es gibt halt nur so einen Fixpunkt, wo es sein kann, also sein muss. Deswegen gucken wir jetzt erstmal die Fixpunkte ab, wo es sein könnte. Und mit könnte, naja. Jetzt wären natürlich irrationale Ängste ganz geil, weil da sind immer Honigbestien, ne? Aber bis jetzt ist noch nicht aufgepommen. Der InstaC sagt, okay, gut, da müssen wir jetzt hin. So, hier haben wir heute... ja, was haben wir denn heute hier? Mittelberghütten. Können entweder Skorpione, Honigbestien oder Yaoguais sein. Und es ist eine Honigbestie. Jawohl. Das heißt, die erste haben wir schon mal. Das heißt, wir haben hier noch zwei weitere. Mehr Honig. So. Haben wir schon mal gleich die ersten drei. Eine müsste hier aber eigentlich noch rumfleuchen. So random. Oh, ne, die ist ja hier an der Hand. Handwand gewesen, ja. Eine Handwand. Das ist eine Handwand. Eine Hauswand. Mann. So. Hier hinten an der Wand hatten wir jetzt auch schon, ne? Ah, die stand ja dann gleich unten. Ja gut, dann haben wir sie ja alle.
Heißt, wir könnten hier später nochmal her. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal. Baumwipfel. Da können auch nochmal bis zu 3 Stück sein. Entweder Schnalligaster oder ein Mega-Faultier. Dann wären wir auch schon mal ein bisschen weiter. Ich jetzt hier auch Luck hab. Aber wie gesagt, ist halt random. Und wir haben Schnalligaster. Dann nehmen wir die mit. Auch nicht weiter schlimm. Gut, denn auf jeden Fall die, die wir auf jeden Fall machen müssen. Also den Fest-Spawn. Das sind zwar nur 2 Stück. Deswegen könnte ein bisschen schwierig werden bei Honigbestien. Weil so viele haben wir hier gar nicht in Appalachia rumschweben. Ich hatte richtig gesehen? Nee, das ist Stirn und Säubern gewesen. Nee, ich dachte irrationale Ängste. Das wäre ja jetzt mega der Luck gewesen. So, dann können wir das hier eigentlich gleich nochmal verknüpfen mit... wunderschönen Red Rocket Cannon. Das heißt, ich laufe jetzt erstmal hier hoch und hole mir mal kurz die Robis ab. Mal nachladen. Tut. Gewalt ist unnötig. Genau, Gewalt ist unnötig. Aber denkt so, normal macht das Ding 1000 Schaden. Gegen den Kopf vom Protektron gerade mal so 60er bis 100er mit Crit. Ist schon ein Unterschied. Das sollten sie vielleicht mal anpassen, dass man da dann wirklich auch mal auf die Kampfsperre geht. Bei den Robis. Aber das haben sie ja schon noch nie gemacht. Wo ich mich eigentlich immer frage, warum eigentlich nicht? Ist doch gar nicht so schlimm. Da, wo du wirklich auch dicken Schaden anrichten kannst, da dann einfach mal den Gelb werden zu lassen. Den Schaden. Weiß jeder, da muss ich hinschießen. So, gönne ich mir mal ein bisschen Popcorn. Gönne mir auch nochmal einen Dosenkaffee. So, und jetzt haben wir hier einmal Bärfliegen, Honigbestien. Jetzt hänge ich hier gerade in der Sicht fest hier. So, haben wir schon mal 5 Stück. Ob ich das heute fertig kriege, mal gucken. So, ich hatte hier oben eigentlich auch nochmal... Wenn wir sowieso schon hier oben sind, dann kann ich auch nochmal kurz das aktivieren. Dann gucken wir mal, vielleicht haben wir ja gleich Glück und dann muss ich hier oben schon mal nicht mehr herlaufen. Wenn ich sowieso in der Ecke bin hier, ne? Was haben wir? Ein Yaogwai. Wird erschossen. Und meine Waffe geht langsam kaputt. Wie viele Kids haben wir noch? Wir haben noch 12, das heißt, ich kann kaputt gehen lassen. Wunderbar. Gut. Machen wir es anders. Gehe ich einmal kurz zu Jack und von Jack aus dann zur Red Rocket. Weil wie gesagt, wir müssen ja jetzt mal gucken, dass wir ein paar Questen jetzt wieder mal runterspielen. So auf nebenbei gesehen. Und warum nicht denn gleich einen Jack mitnehmen, ne? So viele Kürbisse zu, wenn er jetzt gerade nicht unter den Aktiven steht. So. Gucken wir gleich mal. Ein bisschen sammeln muss sein. Dann kommt der Kürbis ganz allein. So. Eher Pech, nur 3 Stück gekriegt. Wieder nur 3 Stück. Ah. Einen doppelten Kürbis heute. Eine gute Ernte. Ne. Eine gute Ernte. Aber egal. Gibt ja genug Kürbisse hier. So, hier sind deine Kürbisse. Und da ist das fertig. So, ich wollte ja... Ich bin im Kopf jetzt schon wieder 2 Kilometer weiter. Wir müssen aber noch abgeben. Red Rocket Kerne und so.
Das heißt, ich gönne mir jetzt nochmal einen Dosenkaffee. Eigentlich nämlich unbegrenzte Rennen. Oh, es ist ehrlich, ich liebe Dosenkaffee. Und jetzt ist er sogar, also ganz ehrlich, man muss ihn noch nicht mal anständig farmen. Man kann ihn sich einfach aus dem Camp holen. Und man sitzt da an der AP-Leiste. Und ich habe mittlerweile auch schon genug an Dosenkaffee da. Genau. Bin bereit für mein Land zu sterben. Gut. Können wir ablegen. Können wir aufheben. Ist das auch fertig. Und noch eine Mini-Atombombe. So, dann haben wir das. Jetzt müssen wir mal gucken. Jäger. Noch nicht da. Einsturzgefahr, ne? Was, ihr habt es immer noch nicht geschafft, das Ding zu überrennen? Ist aber heute, ja. Schwierig. Gut, gehen wir nochmal ein paar Schlinger machen. Honigbässchen-Spot. Ich weiß gar nicht, war noch im Vault 94? War das jetzt 94? Jetzt kommen wir in dem Vault-Zahl durcheinander. War da nicht auch noch eine? Das ist eine einzige. Das ist eine einzige. Die hilft mir jetzt auch nicht so weiter. Ernst machen. So, nicht weglaufen, Schnalli. Was ist... Was rührst du hier rum? So, ich danke dir. Mal ein bisschen Säure für nebenbei und so. So, und das nehmen wir auch nochmal mit. Ah, jetzt. Oh. Oh, noch nicht durch. Hinten sind noch welche. Jetzt haben wir sie alle. Nette Show. Laut den Sensoren wurden die Besetzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. Aber wir gehen jetzt erstmal Richtung Bocktown, holen uns da das Event nochmal ab. Und ich habe die Schrauben vergessen. Naja, gut, ist nicht so schlimm. Naja, nur ein paar Mischlinge hier. Die sogar noch Sterne haben, okay. Nehmen wir doch gerne. Ein Problemlösers Kultistendolch. Nur mich nicht an, du. Da ist noch einer. Nummer zwei. Bin kurz vorm Überladen, er fängt schon an zu schnaufen. Ich hab dich doch gehört. Nein, nicht abhauen hier. Abhauen zählt nicht. Jetzt bin ich schon überladen. Ging ja ein bisschen flott. So, wo ist der Letzte? Der Letzte rennt da hinten rum. Hauptsache, er kann mich nochmal richtig beißen, wa? So, hier das Event. Gehen wir mal kurz nochmal leer machen. Alle hops. Und einmal hier rum. Bestimmt schon wieder... Jo, viel Rüstung bei. War auch ein bisschen Schrott dabei. Gut, dann holen wir uns jetzt nochmal schnell die Schrauben ab. Wie gesagt, Bocktown ist dafür immer noch am besten geeignet, finde ich. Weil es auch ziemlich simpel ist, sich die Schrauben zu holen. Vielleicht schaffe ich das eigentlich von hier aus hochzubringen. Falscher Aufzug hier. Nehmen wir die Feuerleiter.
So. Na gut, dann gucken wir mal. Schreibmaschine und Co. werden wir uns ja hier mal kurz gönnen können. Globus. Auf dass die E-Taste blüht. So, Schreibmaschinen. So, nochmal ein paar schöne lose Schrauben. Superkleber, ein Bierchen, noch mehr lose Schrauben. Weiß nicht, hier oben mag ich immer mal meine Schrauben fahren, wenn ich mal welche brauche. Geht immer schön schnell. Mal wenigstens ein paar, um was zu reparieren. So, das dürfte, denke ich mal, schon längst reichen, aber jetzt will ich noch trotzdem den Rest mitnehmen, weil man es kann. So. Nehme ich noch ein bisschen Beton mit? Komm, wenn wir uns überladen, dann nehmen wir hier gleich alles mit. Zementsäcke, kommt her hier. Für den nächsten Betonausschwuf können wir es hier brauchen. So. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich mich jetzt nochmal portbereit kriege. Da haben wir jetzt schon wieder viel Mist gedroppt. Da waren es die Schrauben fertig. So, und ich kann sogar noch porten. Wunderbar. Jetzt muss man mal immer zwischendrin gucken. Könnt ja Hornstrauchsterben auftauchen. Hornstrauchsterben, ja. Das ist, wenn man liest gleichzeitig und einen Gedanken nicht zu Ende denkt. Irrationale Ängste. Meine Güte. Weil die wöchentliche wäre jetzt eigentlich schon ganz geil. Noch fertig zu kriegen. Na, mal gucken. Zur Not habe ich mir schon überlegt, wie ich das Ganze machen werde. Aber schauen wir mal. So. Mal erstmal gucken, wo sind die denn alle? Da hinten sind zwei. Ah, alle drei. Okay, gut. Zwei sind oben, eine ist unten. Die guten Funkvakuumröhren. Dann laufen wir hier mal kurz hoch. Ich will mal EP abhaben. So. Gönnen wir uns mal hier die erste. Denn da drüben gleich die zweite. So. Ja, jetzt hab ich's. Na, das ist daneben gesprungen, aber dank Vogelknochen nichts passiert. Bin ich unten? Doch. Wurde erst wieder angezeigt. Oder ich war Blindfisch. So. Und die dritte. Dann haben wir das auch fertig. Fotos. Wo ist denn eigentlich das Gerät? Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Da fehlt doch irgendwo das Gerät. Ach, da oben. Auf den Tafeln finden Sie. Können wir gleich nochmal nach Wackelpuppe gucken? Ob die wieder da oben drauf ist. Na, schauen wir mal. So, alle hops. Nee, Wackelpuppe sitzt heute nicht hier. Nee, die sind nicht mehr so hart. So, Angriffsmodul haben wir auch. Will da nichts reinlegen? Bist du wahnsinnig? Ich geb doch nichts ab, ich bin doch Ego. So, dann haben wir das auch. Dann können wir nämlich jetzt die Fotos machen. Einmal vom See. Einmal, ich glaube, das war der Generator. Und dann können wir noch Eschib rübergehen. Dort den ehemaligen nochmal zerlegen. Wird das auf der rechten Seite ja auch schon mal ein bisschen kleiner hier. So, diesmal habe ich auch vorgesorgt. Ich habe mal Munition für die Kamera mit. Dementsprechend passt das. Ja, man gewöhnt sich jetzt an, so, wenn man jetzt so am
Anfang des Tages dann immer so alles ablegt, dass man den Fotofilm dann nicht immer gleich ablegt oder sich nur sehr wenig rausnimmt. Aber na gut. So, jetzt hier noch einmal das Foto machen. Es gibt ja eigentlich nur drei wichtige Questen, die Fotos beinhalten. Entweder für Score, entweder jetzt Davenport mit Schnappschüsse oder Skippy, wenn er mal wieder was fotografiert haben will für seinen Überlebensführer. Ansonsten braucht man ja den Fotofilm jetzt nicht unbedingt immer mitschleppen. Nein. Je schneller du die. Du hast. Aber. Ich baue dieses Angriffs. Wenn man es denn machen muss und man hat's nicht, dann ist immer ein bisschen doof. So halt, ich wollte ja erstmal hier einmal rüber. Und noch die ehemaligen Raider zerschießen. Denn die brauchen eine Abreibung, habe ich gehört. So, Schule haben wir hier. Na gut, dann kann ich ja einfach durchlaufen. Komm hinterher, wenn sie es schaffen. Aber nur wenn. Ah, siehst du, war noch nicht mal auf Nerdwood. Na gut. Das ist immer eine Folter, mit dem Gleichsgewehr normal zu schießen. So. Jetzt aber. Gut, hat mich keiner mitgekriegt, das ist wunderbar. Dann können wir jetzt nach Davenport rüber. Ich muss noch mal gucken, Alkohol. Ja, zur Not kaufe ich gleich einfach Alkohol. Ganz ehrlich, jetzt irgendwo Alkohol zu sammeln, wird ein bisschen länger dauern. Ja, man kriegt es auch durch Questen und Co. Mal gucken, was wir vielleicht gleich da haben. Weil irgendwas zu saufen wäre schon nicht schlecht. Nicht, dass ich wieder Nuka Schein trinken muss. Und zwar nicht die zuckerfreie Variante. So, aber jetzt gehen wir erstmal bei Davenport einmal ab. Das sind so. Sie, ich habe ein gut. Oh, wir können heute sogar mal mit Charisma abgeben. Meine Güte, gibt noch mal ein bisschen mehr Fotofilm. So, dann den Crater jetzt noch einmal kurz 5 Vakuumröhren zusammenbasteln. Dann beides einmal abschmeißen. Dann passt das. Dann müssen wir mal überlegen. Ja, ich denke mal, in der nächsten Folge wird es noch nicht mit den Honigbestien wieder da sein. Verrückt, und der Siedler fehlt mir eigentlich auch noch. Na gut, dann nehmen wir gleich nochmal schnell den Siedler mit. Den habe ich ja jetzt total aus den Augen verloren. Gibt in letzter Zeit sehr wenig Waffenbehälter. Größtenteilig nur noch Siedler retten, Siedler retten und... Na gut, ich nehme es trotzdem mit für die EP, klar. Für die Questbelohnung, damit man in noch mehr Stimpacks erseucht wird. Meine, kann ich den Namen von der Loyalität... Ist natürlich auch nicht verkehrt. Deine Belohnung. Ja, danke für die Belohnung. Sieh mal, wenn Dad wüsste, dass Mac uns hier... So, mit Intelligenz abgeben. Okay, passt. Gut, wo ist denn meinjenige? Amarara darf hier nicht rein. Das ja, ja, sich dann... besser merken. Amarara darf da nicht rein. Dabei ist die Kleine doch so goldig. Mit Gale. So, dann gucken wir, dass wir schnell noch den Siedler-Handwerker retten, der sowieso nicht mal Danke sagen kann. Lassen wir einfach mal das Gleisgewehr für sich sprechen. Okay, gut. Bin auch nochmal überladen. Dann machen wir es richtig. So. Ganz, ganz oben. Was war das denn? Hast dich ja noch nicht mal richtig angekündigt hier. So. Einmal befreien.
Machen wir ein paar Insekten grillen nebenbei. Toxische Ameisen. Na gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gehen wir hier nochmal beim Random Spot. Weil in der Richtung muss ich sowieso raus. Ah, Yaogwai. Ja gut, nehmen wir mit. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, bei Hornstrauch sterben ist ja auch noch eine kleine Chance, Honigbestien zu kriegen, ne? Wir haben doch eigentlich schon die ganze Zeit Hornstrauch sterben. Bei der einen Farm können Honigbestien spawnen. Können. Müssen nicht. Halt wieder so ein Ding. Und wir haben es ja jetzt eh. Kriegen wir das noch hin? Ja, das kriegen wir noch. Wird ein bisschen Überlänge geben, aber mein Gott. Ist mal drin. Ist mal nicht so schlimm. Dann gucken wir, dass wir nochmal schnell Hornstrauch sterben, dann kriege ich mein Holz auch wieder rein. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. An alle, die mich hören können. Wenn es klappt. Es gibt da einen kleinen Notfall. So, hier haben wir My Alert. Und. Wie soll das Hornstrauchfest ohne diese prachtvoll blühenden Bäume stattfinden? Skorpione. Ich brauche jemanden, der diese armen Bäume düngt. Ja denn, wo ist der zweite? Da. Nehmen wir auch gleich alles mit. Gut, da unten haben wir Schnallis. Lecker. Das heißt, wir haben nur auf der Farm, die bei mir ums Eck ist, beim Camp, Möglichkeit auf Honigbestien. Lernen wir auch bei der Blackwater Lounge nochmal Glück und kriegen dort vielleicht nochmal welche. War eigentlich auch nicht so uncool, dass wir eine Honigbestie töten sollen. Dann hätten wir da auch nochmal 3 Stück drin. Das wäre eigentlich ganz cool. So, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel Düngermittel wir jetzt hier zwischen haben. Nur 2-mal, das heißt, ich muss noch auf die andere Seite rüber. Ich muss dann nochmal auf die andere Seite rüber. Skorpione erschießen, bevor er dich erschießt. So, und hier haben wir noch 2-mal. Und um Skorpion auszutricksen, gehen wir aufs Dach. So, dann gucken wir hier gleich bei der Farm nach. Würde ich dich anwatz kriegen, dann wäre das was anderes. Dann würde ich dich jetzt wegschießen. Aber wir wollen den Dünger abgeben. Damit wir nicht allzu sehr in die Überlänge reinkommen. Und das ist jetzt die einzige Farm, wo wir nochmal mit Glück was kriegen können. Weil hier kommt ja wirklich alles Mögliche. Jetzt haben wir Siedler hier. Jetzt wird's gegessen. Und wir haben eine Honigbestie, jawohl. Eine. Eine einzige. Hat sich auch schon mit den ganzen... Müssten 2 sein. Nicht die zweite. Ja, die haben sich wohl wahrscheinlich mit den Myalurks gefetzt, weil alle Myalurks waren ja jeweils tot. Nicht so cool, aber noch eine weitere Honigbestie auf der Liste abgehakt. Wenigstens eine. Ist ja okay. Dann fehlen noch 4 Stück. Das heißt, wir müssen nochmal später nochmal gucken, ob die bei der Bärfliegen Farm alle nachgespawnt sind. Dann hätten wir da auch nochmal 2. Und ob ich auf Mittelberghütten nochmal Glück habe. Machen wir aber in der nächsten Folge nochmal. Weil jetzt könnte dadurch, dass man Honigbestien quasi in den Mittelberghütten auf dem Server eliminiert hat, kann das sein, dass er auch was anderes spawnt, was du gar nicht haben möchtest. Yaogwai oder Skorpione zum Beispiel. Oh, mal gucken. Ja, halt cool, wenn ich das noch fertig kriegen würde. Oh, da habe ich mir ja fast selbst umgebracht hier.
aufpassen mit dem Explogleisgewehr. So, einmal reparieren und einmal abgeben. Unterdrücker Gamma-Pistole. Jetzt geben wir noch einmal kurz bei Commander Kopfschmerz die Quest ab und dann sind wir auch fertig für diese Folge, für heute. Und gucken, was wir da jetzt noch Schönes rauskriegen. Aber ich denke mal nur ein bisschen EP, ein bisschen Bimsel-Bimsel für nebenbei. Die EP sind mir da eigentlich schon am wichtigsten. Hornstrauch gekriegt, ja. So. Wenn du von der Untersuchung der Signale gut. Scheine, Kronkorken, passt. Und Weg der Erleuchtung. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.